Ich zeige euch heute noch ein paar Winteranzüge, nachdem die Temperaturen jetzt drastisch gesunken sind nach dem goldenen Herbst, haben wir noch einmal ein bisschen unser Lager erhöht und haben uns noch ein paar Winteranzüge herbestellt für euch. Ich fange einmal an mit Ion. Die haben ihr Line-Up ein bisschen überarbeitet. Bisher hat es gegeben den Strike und den Onyx. Der Onyx war enger geschnitten, der Strike war ein bisschen größer geschnitten. Bei Ion haben sie jetzt das Line-Up verändert, da gibt es nur mehr den Seek. Es gibt den Seek aber mit Frontzip und Backzip, also es gibt nach wie vor beide Varianten. Und es gibt nach wie vor die verschiedenen Levels. Da haben wir bei Ion gehabt den Select als Premium, den AMP als Top. Und dann geht es runter mit Core und Element. Ich habe hier einen Seek AMP 6 mm. Was macht einen warmen Anzug aus? Zum einen natürlich die Neoprendicke, aber was auch ganz wichtig ist, ist die Qualität vom Neopren an sich und die Kaschierung, also sowohl außen als auch innen eben ganz speziell das Innenfutter. Beim AMP haben sie im Brustbereich und auf die Beine runter dieses Hot Stuff 2 nennt das Ion und Rücken und bei dieser Halskrause das Helio-Plush. Halskrause, auch ganz wichtig bei warmen Anzügen mit Backzip, dichtet noch einmal besser ab um den Hals und macht auch den Rückenbereich wärmer. Beim Select Level, der Premium-Anzug ist, hat Ion ein komplett neues Innenfuttermaterial entwickelt, das Graphene. Hat Graphitmaterial in den Fasern drinnen. Dadurch soll es extrem wärmen, hat sich auch ein bisschen im Preis niedergeschlagen. Also der Seek Select ist jetzt nicht mehr so günstig wie im letzten Jahr. Aber sie versprechen auch, dass der brutal warm ist, der Anzug. Wir haben ihn noch nicht getestet, werden wir aber bald machen. Elastisch ist er natürlich auch, das ist auch noch ein Punkt, der durch den Preis bestimmt ist bei den Anzügen. Je teurer, umso elastischer, umso besser ist der An- und Ausziehkomfort und auch die Bewegungsfreiheit. Bei O'Neill habe ich hier einen Psychotech-Anzug. Psychotech ist auch eine Top-Linie von O'Neill, komplett versiegelte Nähte. Ebenfalls die Manschette um den Hals und ein isoliertes Innenmaterial. O'Neill ist auch bekannt für extrem elastische Anzüge. Das sieht man hier auch bei dem Psychotech. Ein Klassiker unter den warmen Anzügen, vielen Leuten bekannt, Flashbomb von Ripcurl, wurde auch überarbeitet, hat jetzt das E6 Lining. Das Ripcurl Material, bekannt auch als Flauschi-Flausch. Also das ist wirklich ein warmer Anzug. Unserer Meinung nach sind auch die Frontzip-Anzüge ein bisschen wärmer im Winter oder allgemein, weil das dichtet um den Hals besser ab, die Bewegungsfreiheit im Rücken ist besser, es kommt am Rücken gar kein Wasser in den Anzug rein. Also wir empfehlen als warme Anzüge definitiv Frontzip. Die Anzüge, wie man jetzt sieht, haben auch alle einen Glatthauteinsatz auf der Brust und auch am Rücken. Das verhindert ein bisschen den Windchill und hilft auch, dass das Trapez nicht so rutscht. Neu für heuer im Programm haben wir wieder verstärkt Excel-Anzüge. Excel macht echt auch geile Anzüge, super elastisch. Und das hier ist ein 6,5er, also ein 5 mm Ärmel, der sich so dehnt, das muss man auch einmal suchen am Markt. Das ist jetzt der Infinity X2 mit Haube, integrierte Haube. Ist im Winter auch ein geiles Feature. Man kann die Haube direkt drüber ziehen beim Anziehen und hat immer einen warmen Kopf. Excel hat als Innenfutter auch ein sehr flauschiges Material, das nennen sie Radiant Rebound. Haben sie hier im Brust- und Rückenbereich eingesetzt und auch wie bei den anderen Anzügen Glatthaut am Rücken und Glatthaut auf der Brust. Zusätzlich auch noch zu erwähnen vielleicht Glatthaut am Kopf, das heißt man hat am Kopf auch einen geringeren Windchill. Ja, auch wenn wir jetzt den Shop zusperren Ende Oktober, ich sperre gern mit Terminvereinbarung auf, schickt einfach eine E-Mail, wir haben Anzüge im Shop, ihr könnt was probieren, niemand muss frieren.